So, Kamera läuft, Licht steht, wir haben heute wieder da, geht schon los, haben wir schon geschickt die Welt. So, wir haben wieder da, heute in der Unboxing. Nach dem Intro geht's los. Scheiße, ich habe noch vergessen. So, das Intro ist schon vorbei. Ist so geil. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von der Zifferfreunde Fabo. Wir haben heute wieder da mit einem was unboxen. Schaut mal, voll geil. Ist nicht meiner, aber mehr noch im Intro. You can feel this energy. Energy. Vorbei. So, was haben wir heute? TRX4 High Trail Edition. Schauen wir uns mal an, heute, was das Ding also kann, was das Ding also hat. Das ist auf alle Fälle höher gelegen, war ja ein normaler TRX4, darum heißt es auch High. Ja, was haben wir noch als übliche? Ne? 70 Grad hat der. 70 Grad Anstellwinkel. Das Radl vor der Karosserie dran hat. Krass. Dann haben wir, ja, Getriebe haben wir, Portalachsen haben wir. Ist alles aus Metall, schon hilft mir geil. Und Servo ist auch Metall-Servo verbaut. Da ist schon hochwertiges Zeug drin, ne? TQI-Funke. Genau. Das Auto ist nicht meins. Und so kriegt es an Daniel seine bessere Hälfte. Kattel, die fährt mittlerweile schon besser wie der Daniel, ne? Also hat sich ja ein 6x6 zugelegt, dass er vielleicht ein wenig eine Chance hat, weil er auch eins mehr hat. Aber der Gefühlsfinger, glaube ich, ist mehr bei der Kattel, ne? Da würde ich sagen. Ich würde mal sagen, schauen wir mal rein. Ich habe einen zweiten Studio, eigentlich sollte der Daniel hier sitzen, der Daniel sitzt gleich mal hinter der Kamera, weil der ist halt nicht so fotogen und so. Genau, der ist schon offen. Was wir auch noch dazu sagen, weil es zugesendet ist, er uns worden vom Global Aussies Frank. Merci an der Stelle nochmal. Der hat noch beim Metz besorgt, beim Adrian. Geiler Typ, den haben wir am Heimelsee kennengelernt. Der ist voll in Ordnung. Ich glaube, beim Metz müssen wir auch mal einen Besuch abstatten und sein Lager mal abfotografieren, aber da brauchen wir wieder so viel Geld, glaube ich. Jetzt baut man zuerst einmal das Teil aus, bevor das wir schon wieder vom Metz träumen. Also, er schaut schon geil aus. Ich hole ihn jetzt einmal raus. Scheiße, ja, ein bisschen Zubehör haben wir auch dabei, ein paar Sticker, ein wenig Werkzeug, viel braucht man nicht, eine Beschreibung. Dann haben wir das mal an. Ui. Scheiße, mein Schwarz schaut auf euch voll aus. Okay, geht nicht nochmal. Da ist das gute Stück. Also die Black Edition, die kommt schon richtig geil, ne? Das schaut ja richtig böse aus. Eigentlich passt ja gar nicht zu der Kattel. Kann man da ein paar rosa Elemente einbauen? Weil Frauen und rosa, das passt, glaube ich, schon. Auf alle Fälle ist er ganz schön geil, würde ich mal sagen. Auf Anhieb. Was sagt es da jetzt dazu? Ich darf mal mit der Kamera runter. Wo so Aufnahmen machen. Nein, es gibt es ja wirklich.
So, schauen wir mal hin jetzt im Öffnen von dieser Karo. Da haben wir natürlich das neue System schon. Das ist natürlich voll gut, weil da haben wir bloß da in die Radhäuser drin die Clips machen und schon geht das runter, ne? Gut, innen drin sind wir eigentlich relativ gleich geblieben, weil von den anderen TRX4 auch ein normaler 120T-Motor. Regler ist der gleiche. Tiefsperren, erster Gang, zweiter Gang, Sperre. Da hat sich nichts geändert. Auf alle Fälle kommt am Daniel mal zur Arbeit zu, weil da kann man Rocklights reinbauen. Die muss er reinbauen, dass er skylig wird. Dann kann man natürlich einiges an Gewichte verbauen. Da kann man auch Blech drüber machen. Da kann man Blech drüber machen. Alles hat er schon vorbereitet. Aber wir testen jetzt einmal auf dem Steigungsbrett absoluter Rohzustand, weil ich gerade das er schafft, weil es mich selber interessiert. Wenn man gar nichts gemacht hat, weder eine Winde noch ein Lichtset oder keine Ahnung. Weil Licht ist natürlich auch serienmäßig leider nicht vorhanden. Das ist auch irgendwie ein wenig schade, aber es ist halt bei Draxas leider so. Aber dafür haben wir ein Modellbauer und können dann wieder ein wenig was bauen. Ne? Da sieht man jetzt einmal einen direkten Vergleich von der Höhe. Das ist schon ein brutaler Unterschied, würde ich sagen. Vom normalen TRX4 zum High Trail. Die Reifen sind natürlich auch um einiges größer. Als die ganz zusammen, sieht man das. Naja, aber jetzt lassen wir nochmal fahren. Starten wir mal bei 42,5. Absolut Stock. Der Daniel fährt. Miley steht auch da. Und Raxel darf mir auf, die Kroll darf mir auf. Und? Ja, also 42 Grad. Das ist eigentlich kein Problem, würde ich sagen. Gehen wir gleich mal auf 45,5, weil jeder gute Groller sollte mindestens 45 Grad schaffen. Also, 45 Grad im Stock-Modus sollte eigentlich schon drin sein. Naja, Frala, schau hier. Easy. Geil. Im Grohle-Modus da er halt auch langsam wieder zurück, ne? Also er steht nicht komplett, aber er rollt halt dann langsam. So, jetzt sind wir bei 47,6. 2 Grad mehr. Schauen wir mal, was passiert. Schon wie. Krass. Ein bisschen ein Schlupf hat er schon gefallen. Haben wir immer noch keine Sperre drin? Ja. Hat immer noch ohne Sperre und ohne alles. So, jetzt sind wir auf 49 Grad gegangen. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Aber ich glaube, da ist das Beinchen hebt von nicht. Ich die Fucht geschafft. Meinst du? Ja. Jetzt warten wir mal. Ja, ist ja hin. Ist ja hin. Ja. Ist schon grenzwertig. Jetzt. Ja. Ja, er schafft es nicht mehr ganz. Also 49 Grad, weil jetzt haben wir, glaube ich, ein wenig drüber. Ne, genau 49 Grad. Schafft er nicht ganz. Ja, okay. Passt. So, Leidels, wir haben ihn jetzt nochmal umprogrammiert auf den Auslieferungszustand und testen wir das jetzt einmal. Wir haben ein Steigungsbrett auf 45 Grad eingestellt. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Also 45 Grad schafft er. Ja, das ist ein deutlicher Unterschied, weil schnell aus der rückwärts wieder runter, ne? Zum Umprogrammieren.
machen wir das auch gleich. Das geht voll easy. Das haben wir gerade erklären lassen. Und zwar ausschalten, Set-Taste drücken, halten. Jetzt blinkt es einmal rot, neues Mode ist Mode 1. Zweimal rot, Mode 2. Dreimal rot, Mode 3. Viermal rot, Mode 4. Und fünfmal ist dann Mode 5. Ist dann der Growler Mode. Dann leicht zweimal grün. Dann ausschalten, wieder einschalten. So, jetzt ist gespeichert. Jetzt machen wir noch einen Vergleich. So. Und jetzt runter vom Gas. Und dann schaut mal, wie langsam das der zurückrollt. Ne? Das ist schon mega. Fazit. Ja, genau, wenn wir einen Drop-Test machen. Drop-Test! Der Growler braucht eigentlich keinen Drop-Test, aber scheiß der Hund drauf. Ja, jetzt habt ihr es gesehen, 50 Grad haben wir nicht ganz geschafft. So wie ein Daniel gehen wird, der jetzt übelst getuned. Wir werden garantiert einmal einen zweiten Steigungstest machen, wenn er mal fertig getuned ist. Und dann schafft er mit Sicherheit die 50 Grad locker. Ich weiß nicht, was er alles macht, ich lasse mich überraschen. Wahrscheinlich Gewichte in die Achsen, eine links. Ich glaube, von Vitafon hat er schon einige Sachen gekriegt. Und genau, dann schauen wir mal, wenn er fertig ist mit dem Tuning, was er dann schafft. Alles klar, in diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hier könnt ihr noch zwei weitere Videos anschauen. Haut rein, Freunde. Peace.